Hallo Ali und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner kleinen Flammkuchenserie. Es gibt heute Flammkuchen mit Ziegenkäse, Speck, Feigen, einigen Walnüssen und einigen Kräutern. Dazu benötige ich heute wieder meine Grundcreme Typ 1 Pikant, dann Ziegenkäse. Ich habe heute hier einen spanischen Ziegenkäse, den habe ich mir schon kleine Würfelchen geschnitten. Dann Frühstücksspeck, das ist dieser in Scheiben. Da habe ich mir auch kleine Stückchen rausgeschnitten. Eine Feige, hier sind es jetzt zwei Feigen und einige Kräuter. In dem Fall nehme ich hier Rosmarin und Thymian. Dann kommt noch ein bisschen Walnuss da oben drüber und ein bisschen was von meinem schönen Stadthonig aus Berlin. So, als erstes werde ich wieder so ein bisschen Mehl auf meine Arbeitsfläche geben. So, dass sich das nachher schön mit dem Schieber lösen lässt oder aufnehmen lässt. So, mein Flammkuchenteig hatte ich mir ja schon vorbereitet. Ja, der ist heute nicht ganz so rund, aber das macht nichts. Das kann sein, wie es will. Schmecken tut es so auch. So, das überschüssige Mehl hier noch ein bisschen runter. Dann gebe ich meine Creme oben auf. Und wenn die Creme dann schön verteilt ist, kommt als nächstes der Speck drauf. Dann gebe ich den Käse schon drauf. Dieser Käse hier, der ist sehr salzig. Da empfiehlt es sich dann auch entsprechend, die Grundcreme etwas weniger zu salzen. Der Speck bringt ja auch nochmal Würze mit. So, und dann gebe ich hier meine Feige oben drauf. Nochmal so ein bisschen Käse darüber. Und dann noch ein paar Walnüsse. Die kann man ruhig so ein bisschen klein bröseln. Es gibt dann hier so einen angenehmen Biss. So, das war es soweit schon. Jetzt werde ich mal versuchen, ob ich es mit dem Schieber gut hochkriege. Ja, klappt wunderbar. So geht es jetzt in den Backofen, beziehungsweise bei mir auf meinen Gasgrill, auf den Pizzastein. Und dann sehen wir uns draußen gleich wieder. Wie immer habe ich den Stein schon ordentlich vorgeheizt. Und lasse da jetzt den Flammkuchen wieder so 6 Minuten insgesamt drauf. Werde aber nach halber Zeit noch die Kräuter oben drauf streuen. So, die halbe Zeit, also ungefähr 3 Minuten sind jetzt vergangen. Jetzt werde ich hier die Gewürze, die Kräuter noch ein bisschen rüber machen. Das ist hier zum einen das Rosmarin. Das habe ich mir vorher schon so ein bisschen vom Stängel gezupft. Und dann kommt jetzt noch ein bisschen Thymian. So, die Stängel, die übrig bleiben, die lege ich einfach an der Seite mit hin. Das kann ruhig ein bisschen mit schmuckeln. So, und weil ich es vorhin vergessen habe in der Küche, kommt jetzt noch ein bisschen Honig mit oben drauf. Und jetzt kann das Ganze noch mal 3 Minuten gut vor sich hin brutzeln. So, das waren jetzt heute 8 Minuten. Lag aber auch ein bisschen daran, dass ich den Deckel einmal aufgemacht habe zwischendurch. So, so sieht das Prachtstück von heute aus. Bringe ich jetzt in die Küche und werde es klein schneiden. Das Brettchen habe ich mir schon mal zurechtgestellt. Hoppala. Und dann werde ich mir das Ganze klein schneiden. So, und jetzt kann serviert werden. So sieht das heute aus. Wieder wunderbar, duftet auch herrlich. Ich werde es mir jetzt schmecken lassen. Ich wünsche jedem viel Spaß beim eventuellen Nachmachen.
einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!